plaat die direct in de wielen zijn geplaatst. Het principe van deze motor is relatief simpel. Ja, lieve Zuschauer, een holländischer Sender die einen Bericht macht über einen russischen Erfinder, der einen ganz simplen Magnetgenerator in den Vorderreifen oder in den Hinterreifen eines Fahrrades setzt. Sie treten einmal an und das Ding läuft. Und er verkauft das sehr erfolgreich. Er sagt, man muss sogar immer bremsen, weil das Ding viel zu schnell wird. Und es ist komplett wartungsfrei. Sie sehen Rollstühle ohne irgendeine Verwendung von irgendwelchen anderen Teilen. Schauen Sie, wie das Ding davonläuft. Es hat keinen Verschleiß. Er schleppt damit mit der Kraft ein Auto ab. Schauen Sie sich diese Dinge immer an und fangen Sie an nachzudenken. Denken Sie darüber nach und fangen Sie an zu schreiben. Schreiben Sie an Ihre Politiker. Schreiben Sie an die Menschen, die uns ständig erzählen, wir müssten Atomkraftwerke bauen, wir müssten andere Kraftwerke bauen. Wenn ich diese Technologien sehe, frage ich mich, wieso es überhaupt noch Mofas gibt mit Verbrennungsmotoren, wieso wir nicht mit diesen Menschen Kontakt aufnehmen, diese Dinge herstellen. Und da kann jeder bequemen Fußes, er schuckt das Ding an. Da, haben Sie das gesehen? Haben Sie das gesehen? In tijden van global warming trekt dat natuurlijk investeerders aan. In dit geval een Amerikaan met grote plannen. We hope within the next 5 years to build Sony or Nokia of electric vehicles. India is de eerste markt waar het elektronische wonder sinds kort in een paar varianten van 150 tot 600 Indien is de eerste markt, ja. Wir sind anscheinend hier zu blöd dafür und verdrängen unsere Städte und können solche Dinge nicht einsetzen. Wahrscheinlich gibt es hier eine zu starke Lobby von Erdöl und dass der Spritpreis schön hoch bleibt und wir uns zu Tode arbeiten müssen, um immer diese Dinge zu bezahlen.